Guten Morgen, liebe Steiner Freunde. Ich fahre mal wieder für eine Woche nach Mallorca in den Urlaub und möchte mich einfach noch mal kurz zu Wort melden, nachdem doch einiges passiert ist. Das SOP in Niederlande ist rechtskräftig. Steinhoff teilte gestern mit, dass am 2. Oktober 2021 ist die Berufungsfrist in Bezug auf den Beschluss des Bezirksgerichts Amsterdam, der den Vergleichsplan von Steinhoff bestätigt, abgelaufen. Keine Partei hat gegen diesen Bestätigungsbeschluss Berufung eingelegt. Das bedeutet, dass die Bestätigung des Vergleichsplans von Steinhoff Niederlande endgültig und unanfechtbar geworden ist, was zur Beendigung des Zahlungsaufschubsverfahrens von Steinhoff gemäß Artikel 276 des niederländischen Konkursgesetzes führt. Das ist natürlich eine gute und wichtige Mitteilung, zumal sie zu einem Zeitpunkt kommt, wo ja noch dieses Verfahren von Tekkitown auf Liquidation läuft, der ja behauptet, wahrheitswidrig, dass Steinhoff insolvent sei und daher die Zerschlagung des Konzerns verlangt, weil er glaubt, dass er, wenn die Gesellschaft liquidiert wird, mehr dabei herausholen kann, als wenn er sich einem Vergleich angeschlossen hätte. Also auch dieses Verfahren nach Artikel 155 südafrikanischen Rechts ist eine Form der Insolvenz. Und bevor da eine Zerschlagung des Konzernes nach 155 in Frage kommt, hat sich Südafrika verpflichtet, auch hier die Maßnahmen zur Rettung der Gesellschaft einzuführen. Das ist ja gemacht worden. Die Gläubiger haben genauso wie in Holland überwiegend dafür gestimmt, dass der Vergleich angenommen wird. Und insofern meine ich, wird oder der Anspruch von Tekkitown ins Leere laufen. Ich habe weiterhin angeregt, schon in einem Forum, es gibt ja nach dem deutschen Recht, vielleicht gibt es etwas Ähnliches in Südafrika wie bei uns im Wettbewerbsrecht, nämlich den Schutz eines Unternehmens nach gewerblichem Rechtsschutz durchzusetzen. Das ist nach dem Deliktsrecht und auch im BGB festgehalten, im Bereich des sogenannten eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes. Ein Unterlassungsanspruch in Deutschland würde sich aus § 8 UWG ergeben. Ich meine, dass die Behauptung von Tekki im SOP-Schutzverfahren in Südafrika, Steinhoff sei insolvent und müsse liquidiert werden, ohne dafür entsprechende Beweise vorgelegt zu haben, das halte ich für sehr bedenklich. Zumal, ich habe das ja gesehen in dem anderen Verfahren, da wird sehr viel in Südafrika mit eidesstattlichen Versicherungen verhandelt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist kein strenger Beweis, der ausreicht, um eine Firma in die Insolvenz zu verabschieden. Also wenn Tekkitown behauptet, Steinhoff sei zahlungsunfähig, da handelt es sich meiner Meinung nach um eine bewusst unwahre Tatsachenbehauptung, die auch nicht durch die Meinungsfreiheit, durch den Schutz der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Denn Tatsachenbehauptungen, die erwiesen unwahr sind, können der Meinungsbildung nicht dienen. Diese unwahre Tatsachenbehauptung von Tekke ist meines Erachtens auch rechtswidrig. Die Beweislast für die unwahre Behauptung, nämlich hat Tekkitown, und meines Erachtens hat er den Beweis, bisher nicht angetreten. Und dadurch hat natürlich Steinhoff die Möglichkeit, auch Schadensersatz für den materiellen Schaden zu verlangen, der ihm durch die Rufschädigung entstanden ist. Dieser ergibt sich nach deutschem Wettbewerbsrecht zumindest nach § 9 UWG. Viele werden jetzt sagen, ja, aber es gilt doch in Südafrika, südafrikanisches Recht. Ich habe das ja nur als Anregung genommen, weil ich mir sage, auch Südafrika hat in ähnlich, nämlich nach englischem und auch niederländischem Recht, ähnliche Rechtsvorstellungen, was unlauteren Wettbewerb betrifft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Möglichkeit besteht. Aber ich hoffe und nehme an, dass die Anwälte von Steinhoff das auch geprüft haben.
Nach dem deutschen Schadensersatzrecht jedenfalls ist die sogenannte Naturalrestitution, das heißt, der Zustand wiederherzustellen, der bestehen würde, wenn das schädigende Ereignis, also hier die Rufschädigung, nicht eingetreten wäre. Und gerade bei Verstößen im Bereich des Wettbewerbsrechts ist die Bestimmung des Schadens zwar meist schwierig, aber hier kann nach § 287 ZBO auch eine Schätzung zum Ergebnis führen. Natürlich unabhängig von den Abwehr- und Schadensersatzansprüchen ist eine solche unwahre, herabwürdigende und rufschädigende Äußerung auch strafrechtlich relevant. Da muss Steinhoff meines Erachtens mehr tun, um diesem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten. Zumal jetzt durch den Beschluss von in Niederlande feststeht, dass Steinhoff nicht zahlungsunfähig ist. Im Gegenteil, sowohl die Gläubiger in Niederlande als auch in Afrika haben bereits signalisiert, dass sie auf den Vergleich eingehen wollen. Kommen wir nochmal zu den Leerverkäufern oder noch etwas anderes. Ich habe neulich von einem guten Bekannten, der mit einigen Millionen Stück in Steinhoff investiert ist, der hat mir einen Bericht zugeschickt von einem Lars Friedrich, das vom 29.09.2021, der Aktionär, vielleicht kennen Sie die Zeitschrift, Steinhoff, Doppelpunkt, Totalverlust droht, finale Schlacht in Südafrika. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Schlagzeilen sind ebenfalls diskriminierend und sprengen bei weitem den Rahmen objektiver journalistischer Tätigkeit. Auch hier sollte Steinhoff mal sich überlegen, ob die hier gegen solche Zeitschriften strafrechtlich oder auch zivilrechtlich vorgehen. Ja, dann haben wir noch eine weitere ganz gute Nachricht, nämlich Pepco Österreich. Guter Start in Österreich, lange Schlangen vor dem Shop und drinnen nichts dichtes Gedränge. Die Nachfrage in Österreich ist groß und insofern ist die Expansion in den Westen eine gute Startmöglichkeit auch für Pepco weiter zu expandieren. Pepco ist vor allen Dingen für Kleidung, Haushalts- und Dekoartikel in den europäischen Ländern, osteuropäischen Ländern genau gesagt, tätig und expandiert auch hier neben Österreich dann auch demnächst, nehme ich an, nach Deutschland. Vor allen Dingen sind sie in der Kindermode bekannt und so weiter. Jetzt möchte ich noch etwas zu den Leerverkäufen sagen. Es wird immer wieder in den Foren von Leerverkäufern gesprochen. Ich finde, während eines dieses Verfahrens zur Rettung eines Unternehmens sollten Leerverkäufe verboten werden. Sogenannte ungedeckte Leerverkäufe sind ja ohnehin schon verboten, aber es geht auch um gedeckte Leerverkäufe. In Frankreich, Spanien, Italien und Belgien sind Leerverkäufe sowieso bereits verboten. Seit der Finanzkrise sind nämlich in Europa ungedeckte Leerverkäufe verboten. Was Leerverkäufe sind, ganz kurz nur nochmal, Leerverkäufe sind, wenn ein Hedgefonds beispielsweise Aktien verkauft, die er gar nicht im Besitz oder im Eigentum hat. Und dann ein Leerverkauf ist nur dann nämlich erlaubt, wenn zum Zeitpunkt des Leerverkaufs eine Deckung vorliegt. Ja, das ist natürlich ein politisches Instrument. Man sagt, Leerverkäufe müssten deswegen erhalten bleiben, weil sonst der Finanzplatz Deutschland nach London oder sonst wohin wechselt. Ich meine, das müsste natürlich europäisch geregelt werden. Und hier könnte man auch das Vereinigte Königreich könnte man Druck ausüben, dass die da mitmachen. Jedenfalls, Leerverkäufe schaden ganz eindeutig meiner Meinung nach der deutschen Aktienkultur, wenn ein Friedrich Merz dafür wirbt, dass die Deutschen ihre zweite Säule für ihre Altersversorgung in Aktien anlegen sollen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind solche Leerverkäufe nicht gerade vertrauenserweckend. Im Gegenteil, die Leute glauben, ja, der Kurs wird manipuliert, was es ja auch im Grunde ist. Ich habe es ja gesehen,
Gerade bei Steinhoff wurde von Lang und Schwarz wurden sehr viele sogenannte Knockout-Zertifikate herausgegeben und die wurden alle berührt, und dadurch ist das Geld natürlich für den Anleger weg, der darauf vertraut hat, dass Steinhoff hochgeht, und das wird durch massive Kursmanipulation erreicht. Auch da sollte die BaFin nicht mehr weggucken, meine ich. Hedgefonds, was sind Hedgefonds? Hedgen heißt eigentlich absichern. Das sind Fonds, die vor allen Dingen Finanzengagements nach unten absichern, indem sie zum Beispiel Puts kaufen oder verkaufen oder leer verkaufen, je nachdem, was da ist. Geregelt allerdings alles durch die Marktmissbrauchsverordnung. Hier sollte man auch seitens der BaFin mehr tun. Hier wird auch für die Verbreitung von Informationen über die Medien, einschließlich des Internets oder auf anderem Wege, heißt es, die falsche oder irreführende Signale hinsichtlich des Angebots oder des Kurses eines Finanzinstruments, eines damit verbundenen Waren-Spot-Kontrakts oder eines auf Emissionszertifikate beruhenden Auktionsobjekt oder der Nachfrage danach geben oder bei denen dies wahrscheinlich ist oder ein anormales oder künstliches Kursniveau eines oder mehrerer Finanzinstrumente, eines damit verbundenen Waren-Spot-Kontrakts oder eines herbeiführen oder bei denen dies wahrscheinlich ist, ist einschließlich der Verbreitung von Gerüchten, wenn die Person, die diese Information verbreitet hat, bewusst oder hätte wissen müssen, dass sie falsch oder irreführend sind. Wir haben natürlich auch sehr viel Kursmanipulation in Börsenbriefen heute, kriminell teilweise. Und da braucht man nur an die frühe Zeit des Aktionärs zu erinnern, wo ja der Herr Förtsch noch tätig war und nach dem Platzen nämlich der Internetblase verloren gerade die Förtsch-Fonds rasant an Wert. Auch das ist ja untersucht worden und ist auch angeklagt worden. Hier gab es auch eine entsprechende Verurteilung. Ja, ich bin der Meinung, ich habe bisher nie die Aktie von Steinhoff zum Kauf oder zum Verkauf empfohlen. Ich bin aber der Meinung nach wie vor, dass Steinhoff im Chancen-Risiko-Verhältnis eine ganz klare Option ist, die jeder für sich selbst je nach Anlagerisiko überprüfen sollte. Ich persönlich bin selbst engagiert bei Steinhoff und ich finde nach wie vor, dass sich das lohnen könnte. Das muss aber jeder für sich beantworten. Das wäre eigentlich im Moment alles, was ich sagen kann. Ich bin mal gespannt, wenn ich in einer Woche wieder zurückkomme, was sich da alles getan hat. Bis dahin werde ich mich aus dem Börsengeschehen etwas ausklinken und auch im Forum weniger Informationen weitergeben. Ich wünsche noch ein paar schöne Tage und erfolgreiche weitere Kursgewinne bei Steinhoff.